Hey Leute und willkommen zu der zweiten Folge von der PES 2021 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Der Trippelsieger, ja, der darf wieder loslegen. Wir haben die erste Folge sehr gut bestritten. Schaut da mal rechts oben beim i vorbei, war auf jeden Fall ein super, super cooles Video. Also drei Spiele haben wir gemacht, wir werden jetzt immer drei Spiele pro Folge machen und das auf der Schwierigkeit Superstar. Ich habe mittlerweile übrigens schon Legende freigeschalten, also ich könnte theoretisch noch eine Stufe höher gehen, aber das lassen wir mal lieber sein. Es war nämlich letzte Folge zwar relativ erfolgreich, aber auch relativ knapp und diese heutige Folge, die könnte schon ziemlich in die Hosen gehen. Wir haben nämlich sehr, sehr harte Spiele gegen Ajax Amsterdam, eine unglaublich gute Mannschaft meiner Meinung nach. Danach gegen Dortmund, das Derby, ja. Wir spielen zwar zu Hause, aber das ist halt, also gegen Dortmund will man und muss man als Bayern gewinnen. Und dann noch zu Hause, wo die letzten Jahre immer Dortmund abgeschlachtet wurde, sag ich mal. Es ist schon ein bisschen ein Druck, also es ist schon ein bisschen so, dass ich sage, uiuiui. Heute könnte einiges schief gehen. So, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich die Trikots irgendwie tauschen soll. Das hier kenne ich gar nicht, aber das sieht halt, das sieht halt übernice aus. Ohne Spaß. Wahnsinn, wie dieser Spielertunnel aussieht. Das sieht so realistisch aus, sieht so geil aus. Und man hört im Hintergrund auch FC Bayern Number One, die Einlaufhymne. Unglaublich cool, leider die Torhymne immer noch nicht dabei. Falls ja, dann halte ich euch auf dem Laufenden. Aktuell blende ich die immer im Videoschnitt ein, weil mich da echt viele Leute immer fragen. Also kein Stress oder so, ihr könnt super gerne Kommentare schreiben und auch gerne nachfragen. Aber jetzt sage ich es mal dazu, dann wisst ihr Bescheid. Freut mich übrigens, dass die Trainerkarriere so gut bei euch angekommen ist. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Dann verpasst ihr keine weitere Folge dieser coolen Trainerkarriere bzw. der Spielerkarriere oder etlichem anderen, was auf diesem Kanal noch folgen wird. Und einen neuen Kanal, den habe ich auch aufgemacht und der braucht natürlich auch ein paar Abos. Also unbedingt da mal vorbeischauen. Rechts oben beim i, verlinkt. Und Thomas Müller. Schön mit der Sohle getroffen, glaube ich. War auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir haben 100% Ballbesitz. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ersten 10 Minuten sind rum. Davis power ich mal wieder ordentlich aus, aber ich liebe das einfach. Wenn die Außenverteidiger, und da ist Davis einfach ein super Beispiel für, mit vorrennen und dann schöne Flanken schlagen. Mache ich auch gerne in meiner Verteidigerkarriere. Aber hier mit Davis macht das auch richtig viel Spaß. Jawohl, Halbzeit. 0:0, die 80% Ballbesitz bringen uns nichts, weil wir relativ ideenlos sind vorne. Kann ich nicht viel machen, leider. Boah, Neuer. Jetzt dreht Ajax Amsterdam auf. Und das richtig gut. Boah, Neuer. Was eine Parade von Manuel Neuer. Boah, was ist das denn? Muss gelb geben, definitiv. Das war nicht schön. James Rodriguez übrigens immer noch mit der Nummer 22. Da hat mir jemand reingeschrieben, ich soll ihm die Nummer 11 geben. Das geht leider nicht, denn die Nummer 11 hat Michael Cuisson schon. David Alaba! Jawohl! Was ein Hammer! Und damit gehen wir durch einen Freistoß in Führung. Hammergerät von David Alaba. Und damit gehen wir auch auf Defensiv. Ich habe die Nummern geändert von Zirkzee und Nübel, damit die echten Nummern haben. Das habe ich mitbekommen. Ansonsten wolltet ihr noch von James Rodriguez, aber wie gesagt, das geht leider nicht, denn die Nummer 11 ist besetzt von Cuisson. Und jetzt sind wir auch schon aus dem Transferfenster raus. Also die Nummern können nicht mehr geändert werden. Oh, und Alaba wird gestreckt. Mann, ey. Also, definitiv auch hier wieder gelb.
Mei, die faulen bei den ganzen Spieler. Die haben schon Sané verletzt, Goretzka war verletzt. Und jetzt auch noch der Österreicher. Oh, und da ist James Rodriguez. Alaba wieder spielbereit. Na, dann komm aufs Feld, mein Jung. Ja, er läuft gerade drauf. Und da ist Alaba, der noch einen Eckball reingibt. Lewandowski verpasst. Und wieder Alaba. Gibt auf Hudson-Odoi. Aber das wird nichts. Aber wir haben gewonnen. Ich wusste, dass es knapp wird. Ein Freistoß, der hier entscheidet. Ah. Es sind spannende Spiele. Das ist der Schwierigkeitsgrad Superstar, definitiv. Ich find's cool. Ballbesitz hatten wir. Wenig zwingende Chancen. Freistoß war mega. Ja, und tatsächlich, Alter. Was ist denn hier los? Ey, Sané war verletzt, Goretzka verletzt. Jetzt Rodriguez verletzt, Alaba verletzt. Ey, ohne Spaß, in der gesamten PES 2020 habe ich gefühlt einen Spieler verletzt gehabt. Und das Spiel hat jetzt erst angefangen und wir haben schon 4 Verletzte. Eins der wichtigsten Spiele für die Bayern. Alle erwarten einen Sieg von mir, alle erwarten einen Sieg von den Roten. Zumindest fast alle. Die Dortmund-Fans, die hoffen zwar, aber auch die erwarten eher einen Sieg von den Münchnern hier zu Hause in der Allianz Arena. Aber ob das heute mir gelingt, das kann ich nicht versprechen, denn Superstar ist eine schwierige Schwierigkeitsstufe. Alaba jetzt der fehlt, also keinen guten Freistoßschützen, und James Rodriguez auch kein Einwechselspieler, der eventuell einen guten Freistoß schießen könnte. Ja, wird lustig. Und ohne Freistoß hat es ja gegen Ajax Amsterdam und gegen Augsburg auch nicht funktioniert. Aber gegen Dortmund, Lewandowski, 3. Spielminute. Standardsituation, Ecke gibt es ja immer noch. Und da ist Fonzie Davis, der sich eine gelbe Karte abholt. Ja, leider. In der 4. Minute gibt es schon, schon gelb für Davis. Aber das ist natürlich berechtigt. Ich habe auf Kreis gedrückt, also auf Schießen. Aber ja, will da so quasi so ein Flugschuss-Dingens machen. Und haut dabei voll Hazard um, glaube ich, war es. Ah, was? Und dann auch noch dieser junge Reina oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Der wird irgendwie ganz komisch ausgesprochen. Glaubt, der ist 17 Jahre jung. Also jünger als ich sogar. Und 15 Minuten hat es gedauert und dann macht er das Tor. Freistoß. Der Ball wird rausgegeben. Geflankt. Haaland gewinnt das Kopfballduell gegen Süle. Und dann steht der 17-Jährige da und schiebt den Ball rein. Und Thomas Müller! Yes! 19. Spielminute, 1:1! Ole! Raus auf Davis! Der Ball müsste abgefälscht, scheißegal. Bürki geschlagen. Ins kurze Eck. Lagen wir es natürlich daran, dass abgefälscht ist. Bürki wollte schon in die Mitte gehen. Und dann durch diesen abgefälschten Ball total verwirrt. Thiago. Eckball. Boah. Neuer weit draußen. Aber das kennt man von ihm und er macht's gut. Denn Haaland war hier auf dem Weg, das 2:1 zu erzielen. Und da ist Haaland. 2:1. Mann, das ist doch Kacke, ist das. Ah, scheiße. Ich komme vorne bei Dortmund nicht durch, weil die halt wieder auf Defensiv stehen.
Ich stehe auf Offensiv, das heißt, die haben relativ viel Platz. Haben sie auch gut zu Ende gespielt und Haaland ist einfach groß. Hat schon vorhin ein entscheidendes Kopfballduell gewonnen. Jetzt wieder. Und jetzt macht er den Treffer zum 2:1. Halbzeit. Wir liegen hinten. Es war fast ein bisschen zu erwarten. Ist aber echt nervig. Ah, fuck, ey. Ah, perfekt. Dortmund stellt auf volle Defensive. Also das ist halt echt... Was soll ich denn jetzt machen? Das ist so lächerlich. Warum läuft das so? Warum muss das so sein? Klar, ist natürlich clever von denen. Die wollen ja gewinnen und so, aber... Das ist so hässliche Spielweise halt. Ich komme halt sowieso schon nicht durch. Und jetzt erst recht nicht. Ich könnte jetzt halt auch volle Offensive, dann habe ich halt echt mehrere da vorne. Aber dann kassiere ich safe das 3:1, aber ich riskiere es einfach mal. Oh, Jerome Boateng. Was ein Scheiß. Ohne Müll. Ja, und das Haaland. Und da habe ich eigentlich nur Glück, dass er nicht reingeht. Und wieder vom 17-Jährigen kriege ich das Tor. Doppelpack, 3:1. Der Sack ist zu. Verdammte Scheiße, echt. Ist das ein Dreck. Thomas Müller aufs Zweite. Oh, es ging jetzt doch schneller, als ich gedacht habe. Und Thomas Müller macht seinen Doppelpack in der 65. Spielminute. Aber es sind halt immer noch ein bis zwei Tore, die ich hier machen müsste. Um irgendwie halbwegs fein aus der Sache rauszugehen. Erster Schuss war relativ schwach, aber ist auch nichts anderes zu erwarten. Es gibt drei Wechsel. Hernandez muss rein wegen Davis, der ist ausgepowert und hat schon eine gelbe Karte. Und dann kommen noch Tolisso und Leroy Sané. Oh, Jerome Boateng zwar nur, aber kein schlechter Schuss. Guck dir das an. Was für hässliche, Alter. Ich kann es nicht probieren. Ich kann es nicht probieren, eine Reihe durchzustecken. Es geht nicht. Ich verliere nur den Ball. Alter, stehen alle elf Mann hinten. Was ist das denn? Da kommt ja auch keine Flanke. Wie soll das denn funktionieren? Und Sané! Leroy Sané! Das war ja fast schon ein Konter. Es waren zwar immer noch relativ viele da hinten von Dortmund, aber es war fast schon wie ein Konter. Und Leroy Sané haut den voll ins Eck. 3:3, Ausgleich. Schöner Pass von Hernandez und auch Gnabry, Gott sei Dank. Ist der Pass angekommen und der Schuss reingegangen. Robert Lewandowski, der hat noch nicht getroffen. Aber 3:3. Die letzte Chance geht flöten, weil der Pass nicht ankommt. Das ist ein 3:3. Was ein Scheiß. Also ich bin ja schon mal mega froh, dass ich hier überhaupt nur einen Unentschieden geholt habe. Und nicht verkackt habe. Die letzten Jahre hat Bayern zu Hause gegen Dortmund immer sehr hoch gewonnen. 6-1, glaube ich. 5-0, 4-0. Dieses Jahr mit Haaland etc., man weiß es ja nicht. Mein Spiel hier, obwohl wir deutlich die bessere Mannschaft waren, geht 3:3 aus. Und ja, einerseits total traurig und schade, weil verdient wäre es gewesen. Und eigentlich ist es auch Pflicht und ich will das auch sehen und so. Aber, ja, war nicht einfach und da bin ich echt froh, dass ich überhaupt mit dem Unentschieden vom Platz gehe. Uiuiui, einige Spieler ein bisschen Fitness schwächen. Nichtsdestotrotz, Sané möchte ich spielen lassen, er hat einen Balken nach oben. Viele pulsierende Balken, Goretzka muss natürlich gegen Schalke auch rein. Und ja, es tut mir leid, auch Nübel muss gegen Schalke ins Tor. So, die Veldins Arena sieht gefüllt aus und... Ja, es ist richtig, richtig Action hier drin.
In echt war ja das Eröffnungsspiel auch gegen Schalke. Das muss ich jetzt kurz überlegen. Das muss gestern gewesen sein, glaube ich. Ich nehme die Folge quasi auch vorher schon auf. Und da hinten steht einer ganz, ganz frei. Und wir liegen 1-0 zurück. Schöpf. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Weiß nicht, was los ist. Oh, fuck, Mann. Gib doch jetzt mal Gas, Mike. Was ist denn das? Ah, dass der auch nicht zur Ecke geht, also. Nöbel. Und Thomas Müller. Mit dem 1:1 in der 26. Spielminute. In letzter Zeit ist es oft Thomas Müller. Was heißt in letzter Zeit? In der heutigen Folge zumindest. Lewandowski nicht mehr getroffen, sondern Thomas Müller. Oh, und Thomas Müller mal wieder. Das gibt's nicht. Mann, wir müssen doch hier wieder gewinnen. Ja, Spiel gegen Dortmund, das war jetzt nicht so geil. Deswegen will ich hier unbedingt einen Sieg. Und da kriege ich natürlich das Kotzen, wenn Thomas Müller die Chancen verballert. Und dann auch noch Latte, das ist ja extrem knapp und bitter. Oh, Nübel hält den Ball. Dass ich da nicht in den Zweikampf gekommen bin, das fuckt mich schon ein bisschen ab. Und Eckball, nicht schlecht. 1:1 zur Halbzeit, also ich bin mir noch nicht sicher, ob der Schwierigkeitsgrad richtig für mich ist. Also es macht zwar Spaß und wir können auch so Spiele gewinnen und das ist halt ein bisschen knapper. Aber dass Bayern in echt so Probleme hätte gegen Schalke, oh, ich bezweifle es. Also Schalke ist ja echt eigentlich besser als ich in diesem Spiel. Ich komme vorne gar nicht durch. Also es ist, ich bin mir nicht sicher. Und Robert Lewandowski, der selten zum Schuss kam die letzten paar Spiele. So, Robert Lewandowski jetzt mit dem Freistoß. Robert Lewandowski, nicht schlecht, Ball aber knapp vorbei. Und Thiago, 92. Spielminute, 2:1. Was ist hier bitte los? Depay mit einem Rabona und Thiago eingewechselt, beide, Depay und Thiago. Wir gewinnen das Spiel last minute. Relativ unverdient. Ich verändere ein bisschen was an der Taktik. Ich probiere einfach ein bisschen aus. Und dann schauen wir mal, was das die nächsten Folgen dann so auf uns zukommt, was es bringt. Aber ich will den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht runterstellen. Ich lasse auf Superstar, weil es schon funktioniert, ja. Wir müssen nur gucken, dass wir einfach vorne. Das, man muss ja, um Tore zu erzielen, muss man ja mit dem Stürmer arbeiten. Gefühlt jeder Ball, den ich auf Lewandowski spiele, wird abgefangen, kommt nicht an, ist zu steil gespielt, zu kurz gespielt, was auch immer. Dann, wenn Lewandowski den Ball hat, sind immer 5 Gegner um ihn rum und er kann nirgendwo richtig abpassen, steht meistens mit dem Rücken zum Tor und das funktioniert einfach so nicht. Da muss ich was dran ändern und dann können wir auch wieder erfolgreich werden. Und wir sind ja hier in der Trainerkette, wir müssen ja nicht alles gewinnen. Das ist ja so sogar realistischer, dass es ein bisschen knapper ist, dass es ein bisschen gefährlicher ist. Und dementsprechend wollen wir dann feilen, das wieder zum perfekten Erfolg zu bringen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Macht's gut. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat und haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.